Huch, er ist direkt auf 10 gesprungen. Okay, nochmal. 5, warte, 5, 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 17 The Journey. Ja, in der letzten Folge haben wir Birmingham mit 2-0 geschlagen und haben die Info gekriegt, dass Liverpool sich wohl gerade nicht so gut macht und musste eine Heimniederlage gegen West Ham in Kauf nehmen. Zwar nur 0-1, nicht so schlimm, aber doch schon gegen West Ham zu verlieren ist nicht so ganz gut. Ja, wir gehen jetzt aber mal weiter. 14. Dezember haben wir es mittlerweile, sind noch Erster in der Tabelle mit 2 Punkten Vorsprung. Also wir müssen uns weiterhin konzentrieren in den Spielen und Siege einfahren, damit wir mal den Abstand etwas vergrößern können. Gehen hier aber jetzt ins nächste Training mit Schwerpunkt passen. Willkommen, Gentlemen. Heute trainieren wir genauso hart wie immer. Einsatz und Leidenschaft. Das ist es, was ich hier sehen will. Wie sollte es auch anders sein? Einsatz und Leidenschaft will er sehen. Wir trainieren so hart wie immer. Natürlich. Gut, Steilpässe und El Rondo. Oha. El Rondo in Gold. Okay. Gucken, was ich da machen muss. Erstmal hier wieder die Steilpassvorlage, in der wir ja letztes Mal schon mal, ich glaube, alle Anläufe gebraucht haben. Aber diesmal wissen wir es besser. Wir können hier schön spielen, schön das Ding mit einschieben. Boah, jetzt hatte ich gerade Angst, dass er den vorbeihaucht. Schuss. Hübsch. Und der letzte. Auch hübsch. Und da haben wir unser Exzellent. Das hat ja schon mal super funktioniert. Was müssen wir jetzt bei der Runde machen? Spiele hintereinander, Pässe auf deine Mitspieler und lasse den Gegner nicht an den Ball kommen. Okay. Dann versuchen wir das nochmal. Da es Gold sein wird, wird es sehr schwer sein. Mal gucken. Bin gespannt. Wo war der Pass denn hin, bitte? Wo? Zack, 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 zack. Boah, spiel doch. Nimm doch zumindest den Ball an. Oh, als jetzt stehen bleibt, wieso muss er dich denn da bewegen? Schön mit der Hacke, jetzt haben wir ein bisschen Zeit hier. Ein bisschen spielen. Ich hasse sowas. Warum bleibt er nicht einfach stehen? Ja, okay, wir müssen es nochmal essen. Wieso muss man sich... Egal, ich verstehe nicht, warum die da so dumm rennen müssen. Und man... Jetzt, guck mal, jetzt bleibt er auf einmal stehen. Dahin. Guck, jetzt bleibt er auf einmal stehen. Komischerweise. Wenn es sinnvoll wäre, stehen zu bleiben, macht das nicht. Das war close. Darüber. Jetzt hat er den Ball, schade. Zack, zack. Na komm, zack, 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 zack. Bisschen spät gepasst, zack. Ja, okay. Ruhe. Zack, zack. Zack. Und da haben wir unser A weggemacht. Nein, die Zeit ist abgelaufen. Wir haben nur B. Was? Oh, Mann. Wo soll ich denn da hinpassen? Oh, jetzt läuft natürlich wieder nicht. Wäre zu schön gewesen. Ich spiele ja eigentlich ein bisschen bewegen. Ja, okay. Warum läuft das? Ja, da werden wir wieder eine Weile brauchen. Und ich glaube, das wird auch nur höchstens ein B, weil... das war close.
gleich direkt immer spielen. Weil aufgrund der Zeit. Spiel ihn doch bitte direkt an, anstatt ihn durch die Beine zu spielen. Naja, jetzt unser letzter Versuch in der Hoffnung, dass wir hier ein B kriegen. Ansonsten verkacken wir El Rondo einwandfrei. Ja, jetzt lauft ihr nicht, oder was? Ja, jetzt laufen sie nicht. Komisch, da bleiben die ganze Zeit stehen. Ja, und dann so ein Pass. Vorletzter Versuch, glaube ich. Ja, das war's. C. Sehr schön. Wir haben C, hatten vorher ein B. Sehr klasse. Der El Rondo ist eine geile Aufgabe. Mit talentierten Spielern. Ich glaube aber, das wird immer so sein. Ich hasse El Rondo. Ich hasse es. Da wird unsere Leistung jetzt natürlich komplett sinken, aber wir konnten wenigstens ein A holen. Beruhigt mich schon mal. Nee, geht doch. Okay. Dann ist das ja eigentlich relativ egal. So, oh, ein paar Tweets, okay. Oha, ganz viele. Liverpool erwägt, Mr. Alexander nach erfolgreicher Leihe zurückzuholen. Liverpool steht in der Premier League gut da. Da könnte ein Stürmer im Januar den Ausschlag geben. Wie wäre es mit Mr. Alex Hunter? Im Januar-Transferfenster ist für Liverpool die Suche nach einem renommierten Weltklasse-Stürmer angesagt. Ich glaube nach wie vor, Mr. Alex Hamfer. Mr. Alex Hunter ist einfach noch zu jung. Danke Liverpool, dass ihr Mr. Alex Hunter an uns ausgeliehen habt. Er steht heute völlig zurecht in der Startelf. Und zwar gegen Cardiff. Newcastle heute mit dem Aufstiegsspiel gegen Cardiff schwere Aufgabe. Bin unterwegs ins Stadion von Cardiff. Hoffentlich nehmen wir heute Punkte mit. Ja, das werden wir doch mal versuchen. Gucken noch mal hier, wo Cardiff steht. Oh, Sechster. Oh, die sind nicht nah dran, aber schon gefährlich. Vor allem, wenn wir nur 2 Punkte Abstand zu Derby County haben. Also muss da wieder ein Sieg für uns rausspringen. Und wir werden natürlich alles daran setzen, dass wir hier auftrumpfen und unser Ding hier machen. Wollen wir gleich reinspringen. Oh, heute anderes Auswärtstrikot. Sehe ich das richtig? Pink? Hatten wir vorher immer pink? Nee, wir hatten noch dieses schwarz-orange, oder? Gehen wir mal rein. Ja, pink. Okay. Die Fans sind bereit. Wir sind bereit. Sie zu Hause hoffentlich auch, Frank Buschmann sowieso. Und damit ein herzliches Hallo von Wolfuß und mir. Und heute heißt es also Cardiff City gegen Newcastle United. Den sollten wir heute ganz besonders achten, Buschi. Ja, 4 Tore in den letzten 3 Spielen, das spricht für seine Form, für seine Torgefährlichkeit. Sie müssen höllisch auf ihn aufpassen. Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Werfen einen kurzen Blick drauf. 5-3-2 sehen wir heute bei ihm. Ist auch nicht die gebräuchlichste aller taktischen Grundordnungen. Ja, aber wer weiß, Wolf, das könnte schon passen. Grundsätzlich sind sie damit natürlich erstmal defensiv ausgerichtet. Aber dann kommt es aufs schnelle Umschalten an. Schauen wir kurz auf die Anfangsformation von Newcastle United. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Thank you. Enjoy the game.
Anpfiff und los geht's. Ja, da geht's los. Und wir spielen heute in Weiß und Lila, nicht Pink. Ungewohntes Bild. Es gibt Einwurf, der Ball ist im Aus. Ein leichter und überflüssiger Ballverlust. Schnappen wir uns mal direkt den Ball, schade, hat nicht ganz funktioniert. Anita. Das könnte die Chance werden. Alexander. Pfosten, das war ein ganz knappes Ding. Erste Chance für Hunter. Gleich mal die erste Chance hier. Mit dem Aluminiumtreffer. Schön links. Boah. Schade, schade, schade. Der Ball ist weg. Gibt's jetzt einen Gegenangriff. Schön abgeblockt. Williams verliert ihn aber. Er spielt den Pass auf den Flügel. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Jetzt der Schuss. Kein guter Schuss, der geht weit vorbei. Oh. Ja, Alex ist heute ein bisschen kalt. Ich glaube, ich habe richtig gesehen, dass er das Langarm-Shirt anhat. Ich meine, er ist ja auch Winter in England. Da ist eh immer ein bisschen kälter. Dicker Zoe. Nicht kennen, sondern man sagt ja eh immer, dass es in England mehr regnet als da trennt er ihn vom Ball. Und jetzt Hunter mit dem Ball. Wir holen uns hier erstmal den Ball. Spielen auf Williams. Anita! Ja, der Laufweg da hat nicht viel gefehlt, aber der Ball geht am Pfosten vorbei. Schade. Ja, der Ausweg von dem Außen war gerade nicht so gut, weil wir waren da zu zweit auf einer Seite, was völlig dumm war. Er hätte auch einfach zurückbleiben können, wenn wir schon auf der Seite sind. Und ich wollte eigentlich nur mal den Ball haben, oder er hätte wohl zu Williams passen müssen, dann hätte er ihn auch nochmal bekommen. Und Williams hätte Anita es nicht gleich gemacht. So, nur eine Chance. Richie. Sie sind geduldig und warten jetzt auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Da trennt er ihn fair vom Ball. Sitzen. Nein, können wir nicht. Verlieren den Ball. Alexander. Leider. Sehr schön. Machen wir uns hier erstmal ein bisschen Platz wieder. Ameobi. Das könnte gefährlich werden. Da steht die Abwehr Ameobi sicher. Jetzt. Schade. Muss Einwurf geben. Da habe ich auf den letzten Pass gehofft, aber ich glaube, es wäre eh abseits gewesen. Dass wir hier. Ja, da muss mal einer hingehen, ihm helfen. Jamie Sterry. Das versuche ich gerade. Gute Idee, dieser Ball. Den spielt er gut. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Die Räume. Richards. Sehr eng. Dicker Zoe. Jetzt kommt gerade wieder über rechts diesmal. Jetzt könnte es gefährlich werden. Unsere Abwehr irgendwie nicht wach. Lassen den Ball laufen, aber jetzt da, bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Spiel. Jetzt die Flanke in die Mitte. Williams am Ball. Noch. Uiuiuiui. Richie. Jetzt und er gewinnt den Zweikampf. Hier. Ja, bekomme ich leider nicht an den Ball. Müssen uns wieder erobern. Brechen hier erstmal den Angriff ab. Spielen hier das Ding über außen. Jetzt Alexander. Schöner Ball. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Sehr aufmerksam. Die Flagge gut abgefangen. Idee. Schade. Er zeigt auf den schöner Punkt. Pass. Elfer. Gibt's Foul? Er zeigt es gibt auf sogar den Punkt. Elfmeter und das ist jetzt sowas. Die große Gelegenheit, in Führung zu gehen. Aber den Elfer, den musst Oha. Du erstmal machen. Da ist viel Druck. Gut, er bedrängt ihn schon arg. Okay, da tritt er ihn doch. Er tritt ihn doch schon ganz böse. Habe ich so gar nicht gesehen. Aber Williams darf jetzt auch schießen. Der Gefaulte tritt selbst an. Wir dürfen und nicht. Und er ist nicht drin. Der war auch klasse gehalten. Und er schießt ihm direkt in die Arme. Schlechter Elfmeter, muss ich hier sagen. Schade.
Da wäre mehr drin gewesen, aber den Ball spielt er nicht gut rein. Ball draußen. Es gibt Einwurf. Lass ich mich wieder zu einfach austanzen. Wir holen uns aber hier, also holen in Anführungszeichen noch den Ball. Klären ihn zum Einwurf. Und hier kein Damit. Zumindest kein Gegenangriff gestartet werden kann. Ameobi. Anita. Sie trainieren viel mit dem Ball und das sieht man hier auch in dieser Szene. Technisch von allen Spielern. Große Klasse. Was spielen Richards. Die denn heute da zusammen? Da ja trennt er ihn vom Ball. Grauenhaft. Wir holen uns hier den Ball. Sehr gut reingespielt. Da kommt er hin. Und jetzt der Schuss. Jetzt die Flanke in die Mitte. Und. Oh, das gibt's nicht. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Das gibt's nicht. Oh, schade. Den kann er nicht kontrollieren, den Ball. Ja, seit unserer Chance in den ersten Minuten. Dikazoi. Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher, da kannst du fast nicht in Ballbesitz kommen. Jetzt über Williams. Jetzt müsste mal eine zündende Idee kommen. Über die Außen. Anita. Den Ball spielt er gut. Spiel doch. Und die Chance. Schön gedreht. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Und jetzt müssen sie aufpassen bei dieser Ecke. Wilson hält das Ding von Richie. Oh, da kommt er mit seinem Käse. Mit dem Knie kommt er da dran. Das gibt's ja nicht. Ja, das war das 1-0, würde ich behaupten. Jetzt kurz. Wir gehen hier außen weg. Kriegen hier sogar den Ball. Anita. Schlechten Pass. Den spielt er steil. Schussversuch. Da Schade. Passt der Klasse auf. Schuss von Richie wieder. Der Assistent hebt die Fahne. Erhalten. Abseits. Ganz knappes Ding. Und abseits. Ja. Wir haben abseits. Gut gesehen. Gleich ist Halbzeit. Alex Hunter. Wird es jetzt gefährlich? Zur Halbzeit werden, denke ich mal. Jetzt vielleicht. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Schöner Pass. Oh, und der Keeper heute in Gute einer Gelegenheit. Form. Das gibt's nicht. Ah, und wir können hier den Ball nicht erobern. Schade. Wollte ich den Pass nochmal haben? Vielleicht aus der Drehung einen Schuss anzubringen. Aber der Gegenspieler war uns dazwischen. Hat nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das hier vorstelle. Wird wieder ein schweres Spiel gegen Cardiff. Hätte ich so nicht ganz gedacht. Aber gut. Es gibt 3 Minuten obendrauf, wurde gerade angezeigt. Spannung hier in die ganze Sache. Und wir müssen die nicht so abschlachten. Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Wird das seine Torchance? Oh, schön geholt den Ball hier. Jetzt die Flanke. Das war einfach für den Verteidiger. Flanke in die Mitte. Abgefangen. Oh, gefährlich. Torwart spielt mit. So, jetzt ist erstmal Pause, steht hier noch 0-0. Ich bin gespannt, ob hier ein Team in der zweiten Hälfte noch mal mehr ins Risiko geht. Wie ist deine Meinung zum Auftritt von Alex Hunter bis hierhin? Hatte Pech bei seinem Aluminiumtreffer. Da war einmal ganz nah dran, eine ordentliche Leistung. Das finde ich bisher auch. Wir liefern eine ordentliche Leistung ab. Wie von Buschi auch schon gehört, der Aluminiumtreffer gleich am Anfang unsere größte und dann die Anpfiff mal, zur zweiten Hälfte fast als Vorlagen. Die eine hätte auf jeden Fall von Richie den spielt er wieder zurück sein müssen. Gute Aktion und da gibt's jetzt den Einwurf. Das wird unser Ball sein, ja. Jamie Sterry. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Hier der Pass und der Rückpass. Nein, doch nicht. Schade.
uns aber hier den Ball mal wieder. Alex Hunter. Williams mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Ja. Super Aktion, gut geklärt. Jetzt vielleicht, nee, da wollte ich den Ball nicht hinhaben. Schade, schade. Jetzt der Gegenangriff von Cardiff. Da trennt er ihn vom Ball. Aber nochmal abgefangen. Ameobi. Einwurf, der Ball war draußen. Ameobi läuft wieder in den Gegenspieler rein. Er denkt, er wäre ein Geist. Und jetzt wechseln sie. Oder dass der Gegenspieler nicht da wäre. Vielleicht braucht er eine Brille. Wer weiß das schon. Vielleicht trägt er ja sogar Kontaktlinsen oder der hat eine verloren. Ich weiß es nicht. Ameobi. Jetzt Williams. Einwurf erstmal für uns. Sehr gut aufgepasst. Williams. Jetzt Alexander. Anita. Den Ball abgewehrt. Schön und festgehalten. Klasse gemacht. Ja, wir sind heute mehr der Spielmacher hier, zumindest der Passverteiler. Gleich gibt's eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Wenn sie mal die Bälle reinmachen würden. Und er geht an ihm vorbei. Sie trainieren viel mit dem Ball und das sieht man hier auch in dieser Szene. Technisch von allen Spielern. Große Klasse. Boah, da geht da trennt er ihn fair vom Ball. Oh, noch nicht ganz, aber. So, jetzt. Und jetzt Hunter mit dem Ball. Macht er das Tor? Tempo angesagt. Das Unentschieden ist ihnen nicht genug. Oh. Sie wollen das Ding gewinnen. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Was ist denn falsch mit ihm? Danny Williams geht auf jeden Fall runter. Oh, da habe ich doch ins lange Eck gezielt und er haut den da am kurzen Eck vorbei. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Das kann ja wohl nicht sein Ernst gewesen sein. Gut in den Lauf gespielt. Oh, wir fangen hier den Ball ab, spielen ihn gleich ab. Ein gelungener Pass. Nee, das war nix. Und jetzt die Chance. Da jetzt ist er aber aufmerksam. Gut vom Torwart. Jetzt aber. Da ist der Treffer. Oh. Sie liegen vorne. Und da macht er ihn. Und da rennen wir ihn komplett um. Und hier nochmal die Wiederholung des aber Tores. Aber wir rennen ihn komplett Ich muss sagen, da haben sie ihren Keeper auch nicht unterstützt. Da musst aber du einfach den zweiten Ball verhindern. Dann wollten wir ihn einschieben. Der Torwart ist aber in einer überragenden Verfassung hält hier. Da mussten wir also Ball bis zur zweiten Hälfte zweiten warten. Ball. Aber jetzt fällt endlich der Erste. Aber nicht mehr abwehren. Da ist Anita schneller als die Abwehr. Den Ball direkt zurück. Und wir führen hier jetzt mit 1:0 gegen Cardiff. Nee, dreh mal um. Wow, okay. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Alexander jetzt. Ja, lauf. Sauber gelöst, er holt sich Schöner den Ball. Ball. Oh, wieso stoppst du denn ab? Ja, er kriegt ihn weg. Diame. Wird's jetzt gefährlich? Jetzt vielleicht. Hunter mit dem Tor. Jetzt aber mal wieder Alexander. Und da ballern wir den Ball einfach rein. Da wollten wir das Tor und wir haben es bekommen. Absolut wir haben verdienter Treffer, dafür oder Buschi? Ja, definitiv. Und sie tun einfach mehr fürs Spiel, erarbeiten sich die Chance und dann muss ja irgendwann das Lücke. Tor fallen. Und so, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Aufgezogen und wir führen hier sicher mit 2:0. Perspektive. Diesmal hat der Torwart keine Chance bei diesem wuchtigen Schuss. Links unten in die Ecke. Bei der nächsten Unterbrechung wird gewechselt. Kurze Auswechslung bei Newcastle.
Das 2-0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Ayavi. Ich denke mal, dass das 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Da gewinnt er den Zweikampf. Jetzt vielleicht mal Alexander. Den Ball holen können. Oh, da rennt er sich wieder fest. Schade, schade, schade. Gut aufgepasst. Da jetzt kommt der Gegenangriff. Cardiff zu lasch gespielt. Ja, hier sind wir wieder am Drücker. Spielen hier. Jetzt vielleicht. Den Pass. Den hat er wohl nicht richtig getroffen. Schön, er geht vorbei. Ja, das Ding geht ein gutes Stück vorbei. Da wären wir bereit gewesen für den Abpraller. Aber er kriegt ihn nicht mal aufs Tor gezogen. Und dann der Trainer muss reagieren. Sie liegen nach wie vor hinten daneben und versuchen es jetzt nochmal mit einer Auswechslung. TOT. Schön wieder abgefangen, den Ball. Jesus Gomez. Ah, den kriegen wir doch nicht. Ah, Richie. Den holen wir uns aber wieder. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch nochmal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Ah, schade. Sehr gut reingespielt. Keine Gefahr, jetzt die Flanke wird abgeblockt. TOT. Ja, wir suchen jetzt hier die Lücke. Stehen natürlich jetzt sehr eng hier. Er macht das Spiel schnell. Aber er setzt sich da gut durch gegen zwei Leute. Da ist er durch, aber er behält ihn da schießen. Ganz knappes Ding. Ja, bis dahin war es perfekt gespielt und dann fehlt vielleicht am Ende die Konzentration. Ein neuer Spieler soll frischen Wind in ihr Spiel bringen. Das haben sie auch nötig. Sie liegen aktuell hinten. Oh. Da geht der Ball aber mal ganz knapp vorbei. Ja, wie hier schnuppern an unserem zweiten Tor. Das könnte eine Gelegenheit werden. Jetzt Cardiff. Da passt er auf. Oh, abgefangen. Der Trainer will mehr Offensive, mehr Druck sehen. Ob sie mit langen Bällen mehr Durchschlagskraft entwickeln? Lange Bälle in den gegnerischen Strafraum und auf den zweiten Ball hoffen. Das Richie scheint die neue Taktik. Hunter, da passt der klasse auf. Wir schießen, durch das die Beine gibt und einen der Torwart Eckball ist da. Boah, da. Schließen wir ab durch die Beine des Spielers. Aber der Torwart mit einer klasse Parade, sonst wäre das unser zweites Tor gewesen. Man kann sich hier weiter auszeichnen, der Keeper von Cardiff. Sie bieten sich an. Er ist da, okay, und hat den Geht Ball. Nichts ein. Ja, abseits, richtig. Ich glaube, abseits gepfiffen. Und zwar, naja, guck mal da hinten, da steht noch einer. Ah gut, der war hinter dem Torwart, habe ich gerade gesehen. Jetzt gibt's hier nochmal Freistoß. Deswegen. Ja, das war Hand, das habe ich auch gesehen. Nochmal Freistoß für Cardiff. In den letzten Minuten. Wird das eine Torchance? Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Whittingham. Oh, spielt doch oben außen. Jetzt die Flanke. Mit dem Anschlusstreffer. Und jetzt über ein Schuss. Ja, die Defensive hat es dem Torwart heute leicht gemacht. Er musste nicht ein einziges Mal wirklich eingreifen. Starke Leistung. Die ganze Mannschaft hat gut gearbeitet. Da ärgert er sich zu Recht. Es wäre eine gute Chance gewesen, hier vielleicht noch den Anschlusstreffer zu erzielen. Aber er kann die nicht komplett unter Kontrolle bringen und so die Chance kriegen. Ameobi. Wir köpfen hier den Ball, Hauptsache nach außen. Vier Minuten Nachspielzeit werden angezeigt. Ameobi. Jetzt müssen sie aufpassen. Ameobi geht da durch. Da verlieren sie den Ball, da wäre mehr drin gewesen. Schlecht. Das hätte sonst eine gute Chance werden können.
Aber der Pass von Amiobi nicht sehr präzise. Da zieht er das Foul und jetzt haben sie kurz vor dem Ende vielleicht noch mal eine gute Möglichkeit. Ja, brauche sich gar nicht beschweren. Haben wir genau gesehen, er zieht am Trikot des Gegenspielers. Und der Schiri pfeift dann dieses Foul. Und so jetzt nochmal die Chance für Cardiff hier mit dem Freistoß. Da kann er klären, gut aufgepasst. Doch noch an den Anschlusstreffer zu kommen. Kann er sich da durchsetzen? Jetzt wird's gefährlich. Ja, kann er. Jetzt müsste er spielen. Er Ball spielt. Kommt in den Strafraum, aber der Verteidiger löst das ganz souverän. Oh. Das könnte jetzt gefährlich werden. Schade, schade, schade. Okay, wir sehen hier einen Negativpunkt. Wir sollen nicht bloß Tor erzielen, sondern wir müssen auch den Ballbesitz im Angriffsdrittel halten. Das ist der einzige Negativpunkt. Ich hätte mich jetzt noch gefreut, hätten wir die Vorlage jetzt noch gegeben hier. Aber wir sind schon komplett außer Fuß. Versuchen hier uns noch mal frei zu laufen. Gleich noch rein. Schade, der war zwar kurz, aber dann auch zu flach für eine Kopfballmöglichkeit. Jetzt nochmal freilaufen. Ich glaube, das ist die letzte Aktion des Spiels hier. Der Eckball. Versuchen uns hier zu lösen von unserem Ball. Jetzt ist der Ball weg. Die Ecke kam nicht besonders gut. Das ist der Eckball. Der Abpfiff. Oh, und das Foul. Spiel endet ja, ja, ja. 2-0. Das war das Foul. Und der Schiri so pfeift. Haben sie sich das vorgestellt. Sie das gehen Spiel heute als Sieger vom Platz. Verdient, denke ich. Klar, sie haben auch Chancen zugelassen, aber ihre Möglichkeiten einfach besser genutzt. Wir gehen hier mit einem Tor vom Platz und 6 Schüssen. Wir hätten vielleicht sogar 3-4 Tore machen können, aber ja, das Glück war uns heute nicht hold. Wir konnten wenigstens 1 erzielen und sind so doch eigentlich von der Wertung her ganz gut gewesen und auch so vom Gefühl her war das eine gute Leistung. Obwohl es ein schweres Spiel war gegen Cardiff. Gucken hier noch kurz. Derby County hat auch wieder gewonnen. Also wir können uns nicht weiter absetzen von den Verfolgern. Sind immer noch die 2 Punkte vorne. Kriegen hier wie immer unsere Belohnung. Und unseren Bonus, zumindest unser Gehalt. Sag ich mal. Startelf-Bonus. Ich weiß nicht, ob man das als Gehalt bezeichnen kann. Ja, Attributzuwachs. Wir müssten jetzt bei 70 sein. Ja, guckt euch das an. Da ist diese magische 70. Und ein bisschen geht es noch weiter. Wir erhalten einen Skillpunkt. Gucken mal, ob wir den ausgeben können oder ob wir den vielleicht noch behalten. Weitwurf, Grätsche haben wir noch. Flanken. Was haben wir hier noch? Lange Schüsse. Die langen Schüsse könnten wir mal in Angriff nehmen. Die fehlen uns noch. Dazu brauchen wir noch 2 Skillpunkte. Kostet leider 3. Ja, dann werden wir mal auf die langen Schüsse sparen. Den können wir auch aus der Distanz mal versuchen. Also können wir jetzt auch schon versuchen, aber dann sind die viel präziser. Aus der Entfernung außerhalb des 16ers. Kurz noch die Einträge. Mr. Alexander, seit du weg bist, zeige ich in der Premier League sensationelle Leistung, schon klasse mit so vielen super Spielern zusammenzuspielen. Ja, das ist ja schön für dich, das interessiert uns aber relativ wenig. Hey Mr. Alexander, schön weitertreffen, okay? Danke, mit freundlichen Grüßen, ein zufriedener Fan, das ist doch sehr schön. Gute Leistung heute für Mr. Alexander, weiter so. Mr. Alexander ist am Ball der reinste Augenschmaus. 0-2 Sieg. Weiter so. Alexander heute mit einer überragenden Leistung. Meine Jungs von Newcastle waren heute bestens drauf. Der Sieg will gefeiert werden. Wir liegen super im Rennen. Ich glaube, dieses Jahr klappt das mit dem Titel. Bitte enttäuscht mich nicht. Ja, das wollen wir ja auch weiter vorantreiben, dass das hier mit dem Titel klappt. Aber fürs Erste sage ich mal wieder... Danke fürs Reinschalten. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und wieder schauen, reinhauen.